Sie kennen, Sie sind der Schinkenspezialist hier. Willkommen im Lande des Knochenschinkens. Dankeschön. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ja, also gemäß. Nee, das nehme nehm ich nicht. Ich nehme dieses da. Der sieht viel schöner aus. Der noch wieder länger als hier. Kelmerstunden kennen Sie nicht. Nee, kenne ich nicht, aber das ist toll. Mit Rosinenbrot und Schinken. Habe ich noch nie probiert. So, dann beiß noch mal herzhaft rein. Also, wunderbar. Schlimmer als das leere Kinderhaufen. Wunderbar, ja. Und sowas Gutes gibt es nur im Olden. Jetzt fängt der Tag doch noch gut an. Wie lange haben Sie das Geschäft schon? Weiß ich nicht. Ich bin nur nicht so früh auf die Welt gekommen, oder nicht? Aha, gut. Nicht am Alter. Gut, gut. Wunderbar. Einfach geht das doch alles. Ja. So. Aber trotzdem, also ich kann Ihnen alle sagen, wenn Sie Ihre Fischbohnen aufhaben, dann müssen wir nicht so viel von essen. Das geht besser. Das sind die edlen Teile. Ich esse alles, was ich heute kriege. So. Lieber Franz Josef, grüße dich. Hallo. Europameister. Guten Morgen, freut mich. Herr Kähne ist Ratsvorsitzender bei uns. Frau Dr. Kiene ist meine Stellvertreterin. Herr Saarling, Hausfraktionsvorsitzender. Ja, Herr Zapfe. Herr Zapfe ist, unser Europaabgeordneter. Den kenne ich doch. Europa-Union. Ah, kenne ich doch. Der hat mich schon eingeladen nach Hannover in die Landesgeschäftsstelle. Kann mich noch gut erinnern. Ja, ja. Das wäre jetzt Eulen nach Athen tragen. So ist es, so ist es. Wunderbar, die Sonne kommt pünktlich. Ja. Ja. Hab gesehen, es strömen schon ganz viele junge Leute. Jetzt geht da her. Gibt es da noch ein Jugend-Event oder so? Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist das Jugend-Event. Aha, gut. So, ich denke, wir gehen jetzt rüber. Dort haben wir noch Frühstück vor. Ja, wunderbar. Ja, ich bin Geländegänger. Im Gewicht geht es nicht, genau. Ja, ja. Weil ja immer Dinge passieren, die dann passieren, wenn man irgendwo ist. Ja, damit ich da aus allen Fairnissen. Also, da war dann schon mal auch welche. Ja, Koppelmarkt, das war den Städter abgeben. Genau. Ich habe im Leben vor zwei Dingen Angst, vor Zahnarzt und vor Pferden. Ja. Ich hatte als Jugendlicher, wurde ich gegen meinen Willen auf ein Pferd gesetzt. Aha. Und es hat mich traumatisiert und ich hatte jahrzehntelang Albträume von Pferden, die mich verfolgt haben. Und dann war ich im Bundestag, kein Witz, da war ein Volksfest im Saarland und da sollte die Prominenz mit Pferdekutschen fahren und dann scheut ein Pferd, als die Musik anfängt zu spielen und das war so ein Zweispinner und die verkeilen sich ineinander und wälzen sich auf den Boden. Ich saß dann mit der Bierkönigin und der Bodenkönigin und die haben geschrien. In der meisten Angst hatte ich. Sehr gut, dann nicht Pferd, dann gucken wir mal woanders. Ja, ich wollte einmal hier hin. Einmal noch ganz hart die Hand an den Kopf, Franzose fällt ja, fest, passiert nichts. Genau. Ein Lächeln hierher. Ja. Jetzt bitte noch richtig. Bitte noch. Die Kleinen hier sind doppelt. Ja, klar. Nicht so, als ob sie dich auch kennen. Ich habe gerade das Stativ gedient. Offenbar experimentieren die in die Richtung und ja. Okay.
Die arbeiten hier alle ehrenamtlich. Toll. Toll. Aber wenn ich, mit, wenn ich da reingucke, so richtige Alkoholiker sehe ich da keine. Ja, nehmt mal rein. Ja, alle. Okay. Sucht mich, dann kriegst du einen Klamm Kaffee und. Ja. Ja, jetzt sitzt neben mir der Bundeskanzleramtschef, Herr Peter Altmaier. Herr Altmaier, sind Sie hier das erste Mal auf dem Stoppelmarkt? Ja, ich war schon öfter in der Gegend, in Lohne zum Beispiel. Aber hier in Vechta auf dem Stoppelmarkt bin ich das erste Mal. Ich kenne dieses Volksfest seit vielen, vielen Jahren, weil der Rat der Stadt Vechta macht Werbung auch in Berlin. Jan und Libet kommen jedes Jahr und bringen eine Drehorgel mit. Und das hat mich neugierig gemacht. Und deshalb habe ich die Einladung des Bürgermeisters Helmut Geltz sehr gerne angenommen. Und ich habe es auch keine Sekunde bereut, denn es ist eine tolle Stimmung hier. Schon früh morgens sind Menschen unterwegs, viele junge Menschen, aber auch ganze Familien. Das alles zeigt, dass es ein sehr urtümliches, ein sehr vitales Volksfest ist, das von den Menschen in der Region getragen wird. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ja, Herr Geltz hat Sie eingeladen. Gibt es einen ganz bestimmten Beweggrund, hier zum Stoppelmarkt zu kommen, dieser Einladung zu folgen? Die Leute aus Vechta laden ganz gerne ab und an mal Politiker aus Hannover oder aus Berlin ein, damit sie denen auch ein bisschen die Meinung geigen können und damit die ihre Bodenhaftung nicht ganz verlieren. Ich habe mich dem gerne gestellt. Ich kenne Franz Josef Holzenkamp, den örtlichen Bundestagsabgeordneten, seit vielen, vielen Jahren. Wir schätzen uns. Und ich habe bei vielen Veranstaltungen festgestellt, das ist ja eine Gegend, die hat ihre Bodenständigkeit bewahrt und ist trotzdem ganz vorne mit dabei, wenn es um Innovation, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit, um Wirtschaftskraft geht. Das sieht man und merkt man auch, wenn man die gepflegten Häuser, die Vorgärten und sieht und dann die Menschen trifft. Und deshalb ist ein Tag hier in Vechta eigentlich wie ein Urlaubstag. Hier ist ja für Sie quasi eine politische Hochburg. Fühlen Sie sich hier wohl? Ach, ich fühle mich eigentlich überall in Deutschland wohl. Und zwar ganz unabhängig von den politischen Farben. Aber es stimmt, hier in dieser Gegend, wo man merkt, dass die Leute viel arbeiten, aber auch gerne arbeiten und gerne feiern, da fühle ich mich besonders zu Hause. Und jetzt freue ich mich auf einen zünftigen Morgen im Festzelt. Sie konnten ja gerade eben schon ein paar Impressionen vom Stoppelmarkt sammeln. Sie waren auf dem Viehmarkt. Haben Sie ein Pferd ersteigert? Leider kann ich das nicht, weil das Pferd ein trauriges Schicksal hätte, immer alleine im Stall, wenn der Chef des Kanzleramtes in Berlin sitzt. Ich könnte es natürlich vor dem Kanzleramt anbinden und dann bis zum Reichstag reiten, aber das wäre ein eher ungewohntes Bild. Nein, ich habe mich sehr gefreut, diesen Viehmarkt zu sehen, weil man auch sieht, wie sich lebendige Tradition weiterentwickelt. Früher waren das vor allen Dingen Tiere für die Landwirtschaft, die hier verkauft wurden. Heute sind es Pferde für Liebhaber, heute sind es Haustiere, heute sind es Ponys, heute sind es Lamas. Wir haben ein Lama gesehen, sogar ein kultiviertes, das nicht dauernd gespuckt hat. Also es war wirklich ein sehr schöner Eindruck. Und vor allen Dingen, was mich am meisten freut, ist die Gelassenheit der Menschen, die Ruhe, die sie ausstrahlen. Dass man wirklich sieht, diese Stadt ist mit sich im Reinen. Und hier gibt es eine sehr hohe Lebensqualität. Jetzt erhalten Sie ja gleich Ihre Festrede in Küllings Festzelt. Worauf können wir uns so freuen? Gibt es da so Highlights? Na, das ist alles geheim. Highlights stehen ja nicht auf dem Zettel, sondern Highlights sind es dann, wenn der Redner etwas sagt, was die Zuhörer interessant finden. Okay. Und da das Publikum für mich auch ein neues Publikum ist, hat der Redner natürlich auch ein bisschen Lampenfieber. Man weiß nicht so genau, was einem im Festzelt erwartet, aber ich freue mich darauf. Und naja, schauen wir mal. Und werden Sie denn nach Ihrer Festrede auch noch hier ein bisschen bleiben und feiern oder müssen Sie direkt zurück nach Berlin? Nein, also es ist so, dass es ja danach dann noch die Schnippelboden gibt, auf die freue ich mich schon 3 Wochen lang. Und dann wird sicherlich noch ein bisschen geschnackt werden, auch mit dem einen oder anderen, auch solchen, die man noch nicht kennt, die aber gerne mit dem Vertreter aus Berlin ins Gespräch kommen wollen. Dafür bin ich auch hier da. Also ich habe keinen ganz strikten Terminkalender, aber irgendwann
muss ich wieder aufbrechen nach Hamburg, um dort dann rechtzeitig wieder das Flugzeug zu erreichen. Und heute Abend bin ich dann wieder im Saarland. Ja, dann, Herr Altmaier, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen hier noch viel Spaß auf dem Stoppelmarkt. Danke. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Ja, jetzt steht der Bürgermeister der Stadt Vechta, Herr Gels, neben mir. Herr Gels, wie sind die Vorbereitungen für den Stoppelmarkt dieses Jahr gelaufen? Perfekt. Selbst wenn ich jetzt nach oben schaue, ich hoffe und es bleibt so, wie es jetzt im Moment ist. Die Sonne kommt im Moment durch. Mit Peter Altmaier haben wir natürlich jetzt einen hervorragenden Ehrengast hier heute, der schon den ganzen Morgen hier gestaltet hat. Also es ist alles vorbereitet. Wir dürfen jetzt nur noch feiern und das ist das Schöne an diesem Tag. Und jetzt gleich nach der Festrede wird dann auch noch kräftig gefeiert im Zelt? Kräftig bis zum Abwinken. Ja, jeder, der Lust hat, kann heute bis zum Ende des Marktes, was wir ja nicht haben, kann der durchmachen. Also wer will, bis morgen um 22 Uhr zum großen Feuerwerk, was dann ja den Abschluss symbolisiert, kann durchfeiern. Wir sind gerne dabei und wir würden uns freuen, wenn das möglichst viele Menschen machen. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß heute. Vielen Dank für das kurze Gespräch. Danke, danke. Ihnen auch und danke. Alles Gute weiter. Schön, danke, dass Sie da waren. Danke. So, tschüss. Tschüss. Okay, das ist kommt aber perfekt. Das ja. Ist mir schon heute Wir gehen dann. Ja. Und da haben wir hinterher bestimmt ein sauberes Fett. Und da. Jetzt geht's los. Was? Ich habe heute los, springen, hagen, halt dich los. So, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß, Leute. Bitte schön, aber Neues, wieder einsteigen. Ja. Das muss sein. Christian, darf ich auch mal einen von dir haben? Ich will deine Seite. So, wir haben uns schon begrüßt, aber noch bei der neuen Funktion. Wir kennen uns auch. Ja, moin. Moin. Hallo. Ja. Moin. Bis jetzt. Moin. Ja. Ja. Willkommen. Ja. Ja. Hallo. Moin. Moin. Moin.